Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zur Auslegung des Sonntagsevangeliums, dritter Sonntag in der Osterzeit, Lesejahr C. Wir wollen anfangen mit einem kleinen Gebet am Anfang. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir wirklich fähig werden, dich zu lieben, so wie Petrus dich geliebt hat, nämlich ja, auf gut Deutsch auf die Schnauze zu fallen, hinzufallen, Fehler zu machen, ja, manchmal dich auch zu verleugnen, aber dennoch nicht von dir abzulassen, immer wieder neu mit dir zu beginnen. Herr, ich bitte dich, dass wir nie aufhören, wieder aufzustehen, dass wir immer wieder uns bekehren und ja, dich lieben, Herr. Wenn du uns fragst, liebst du mich, antworten können, ja, Herr, ich liebe dich. Herr, wohin sollen wir gehen, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Ich bitte dich auch um gute Hirten in unserer Zeit, gute Hirten, die ihr Volk führen, die wirklich ihr Leben hingeben, auch für die Menschen und auch in einer Klarheit und Wahrheit und Liebe. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, ihr Lieben, ein besonderes Evangelium heute. Und zwar nach seiner Auferstehung begegnet Jesus den Jüngern, als sie fischen. Und Petrus hat eine ganz, ganz besondere Begegnung, weil der Herr, ja nachdem sie die ganze Nacht nichts gefangen haben, sagt, werft das Netz auf der rechten Seite aus. Und dann erkennen sie ihn. Und dann trifft Petrus Jesus beim Kohlenfeuer. Und Jesus fragt dreimal, liebst du mich? Und das ist etwas, ja, ein sehr, sehr besonderes Evangelium für den heiligen Petrus. Und auf den möchte ich auch heute ein bisschen zu sprechen kommen. Erst einmal aber das Problem, das am Anfang steht, ist, dass die Jünger Jesus gar nicht erkennen. Und das ist etwas Typisches. Also der auferstandene Leib Jesu Christi ist nicht so eindeutig. Er geht durch Türen, er geht durch verschlossene Türen, durch Wände. Die denken, er ist ein Gespenst. Ja, sie erkennen ihn oft nicht. Maria Magdalena denkt, es ist der Gärtner. Also sie wissen es nicht einzuordnen. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn erst gar nicht, erst als er mit ihnen die Eucharistie feiert, das Brot bricht. Und der Auferstandene hat als etwas Besonderes. Er ist nicht mehr an die physikalischen Gesetzgebungen gebunden. Er kann an Ort und Zeit, verschiedenen Zeiten gleichzeitig sein und so weiter. Aber er hat noch einen Leib. Er hat die Wunden. Sie können seine Wunden berühren. Thomas berührt die Wunden und sagt, mein Herr und mein Gott. Ja? Und sie essen und trinken mit ihm. Also er hat einen Leib, er ist kein Gespenst. Er sagt, fürchtet euch nicht, ich bin kein Gespenst. Aber dennoch hat er eine Erscheinungsform, die sich unserer Erkenntnis manchmal entzieht. Und so können wir uns nicht sicher sein, ob jetzt die Jünger, den Jesus draußen, der am Ufer steht, als sie noch auf dem See sind, nicht erkennen, weil es ja so dämmerig ist, also weil man fischt ja nachts, ja, und vielleicht in der Morgendämmerung einfach nicht erkennbar ist, oder weil sie sind, glaube ich, 90 Meter entfernt vom Ufer, weil sie einfach sehr weit entfernt sind und deshalb nicht erkennen, oder wegen so einer Stumpfheit der geistlichen Erkenntnis, so wie bei den Emmaus-Jüngern, die einfach so engstirnig dahinlaufen, dass sie Jesus nicht erkennen. Das erkennen wir ja auch, ist ja bei uns auch oft so. Also wir erkennen Jesus nicht, weil wir manchmal so verbohrt in unserem, was wir jetzt tun müssten, sind. Ja? Und gar nicht erst aufschauen zu Jesus. Und das ist etwas, ja, wo wir vielleicht auch ein bisschen einfach unser eigenes Herz immer wieder prüfen dürfen und sagen können, Herr, zeig mir und öffne mein Herz, dass ich dich auch wirklich sehe, wenn du mir begegnen willst. Ja. Auf jeden Fall einer der Jünger erkennt ihn, der Johannes, und sagt, es ist der Herr. Herr heißt Gott. Es ist der Herr, es ist Gott, es ist Jesus. Petrus springt gleich ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Und wir kennen das von Thomas als mein Herr und mein Gott. Der Herr ist der Gott. Sie erkennen ihn als der, der er ist, als auferstanden. Er ist Gott, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Und da müssen wir uns aber die Person, jetzt gerät die Person Petrus ein bisschen in den Fokus.
Petrus schwimmt raus und Jesus, ja, er trifft Jesus. Und er trifft Jesus an einem Kohlenfeuer. Und das Kohlenfeuer ist auch der Ort des Verrates. Und hier wird er der Ort der Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist für Petrus ziemlich hart gewesen wahrscheinlich, dass Jesus ihn an einem Kohlenfeuer trifft. Ja, dort, wo er Jesus verraten hat, dort trifft er ihn. Und es wird noch wichtig, da komme ich noch drauf, dass wir auch immer wieder dort Jesus treffen dürfen, wo wir schwach sind, wo wir ihn verraten haben, wo wir unsere Fehler und Schwächen haben. Auf jeden Fall aber kommt da noch eine zweite Dimension erst einmal rein, nämlich es liegt auf diesem Kohlenfeuer Fisch und Brot. Und das gibt es im Johannesevangelium nur bei der Brotvermehrung. Also es ist auch so ein kleiner Anklang an die Brotvermehrung, wo Jesus die 5000 speist. Und als Zeichen einfach, dass er jetzt der ist, der reich an Barmherzigkeit, der sich selbst schenkt, der das Brot der Barmherzigkeit ausgibt. Und er ist der, ja, er ist der, der sich hingegeben hat, der sich in uns in der Eucharistie schenkt. Ja, er begegnet Petrus in diesem Reichtum, ja, der Speisung. Und während sie sich da treffen, Petrus und Jesus, bringen die anderen Jünger das Boot. Und es sind 153 große Fische. Und 153, sagt der heilige Hieronymus, waren die damalige Vollzahl aller Fische, die die griechischen Zoologen kannten. Alle Fische, alle bekannten Fischarten waren 153. Also da kommt auch schon wieder dieser Anklang an den ersten, ja, diese erste Fischereiszene quasi, die Berufung der Jünger, wo Jesus sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also die Jünger sind zu allen Fischen, zu kleinen Fischen, zu den großen Fischen, zu den deutschen Fischen, zu den österreichischen Fischen, zu allen Fischen gesandt. Ja? Sprich, zu allen Menschen auf der Erde. Und das dürfen wir jetzt wieder in Deutschland auch neu erkennen, dass wir gesandt sind wirklich zu einer Neuevangelisierung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber dann kommt nochmal diesen Petrus ein bisschen im Fokus haben. Der Petrus hat jetzt wirklich diese Frage, die im Raum steht, liebst du mich? Ja, also liebst du mich? Und Jesus fragt das nicht nur einmal, sondern er fragt das dreimal. Klar, weil er hat ihn nicht nur einmal verraten, er hat ihn nicht nur zweimal verraten, er hat ihn dreimal verraten. Und deswegen wird er gefragt, liebst du mich? Liebst du mich und liebst du mich? Und diese Frage wird Petrus wahrscheinlich ein Leben lang beschäftigt haben. Diese Frage, Jesu, liebst du mich? Wo er doch am Anfang gesagt hat, ich, Jesus, gebe mein Leben für dich hin. Und Jesus sagt, bevor der Hahn kräht, dreimal kräht, hast du mich, also bevor der Hahn kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Und dann fällt er in dieses tiefe Loch, begegnet aber Jesus neu, erlebt seine Barmherzigkeit, seine Auferstehung und dann fragt Jesus noch einmal, liebst du mich? Dreimal. Und das muss ihn so tief an Jesus und seine Barmherzigkeit geschweißt haben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ja, der heilige Papst Johannes Paul, habe ich einen schönen Text gefunden, der sagt, liebst du mich? Für immer bis an sein Lebensende sollte Petrus auf dem Weg weitergehen, begleitet von dieser dreimal gestellten Frage, liebst du mich? Und an der Antwort, die er damals gegeben hatte, maß er all sein Tun und Wirken. Als er vor dem Hohen Rat gerufen wurde, als er in Jerusalem ins Gefängnis geworfen wurde, aus dem er nicht mehr freikommen sollte und aus dem er dennoch freikam, als er nach Antiochien oder sich nach Rom begab und in Rom bis ans Ende seiner Tage blieb, erkannte er die Macht der Worte, dass ihn ein anderer führen werde, wohin er nicht wolle. Also sein ganzes Leben wurde von dieser Frage bestimmt, liebst du mich? Ja, und es war jetzt nicht mehr Petrus, bist du stark? Bist du der Kräftige? Sondern die Frage, liebst du mich? Auch wenn du hinfällst, auch wenn du schwach bist, liebst du mich? Auch wenn du in deinen eigenen Fehlern und Sünden manchmal zu ersticken drohst, liebst du mich?
Das ist die Frage, die Jesus stellt. Und die ist zentral. Und deswegen hören wir heute auch in der einen Lesung, darauf ließen sie die Apostel auspeitschen. Dann verboten sie ihnen im Namen Jesu zu predigen und ließen sie frei. Die Apostel aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Also im Zentrum steht nicht mehr, sind wir stark, glauben alle uns, sondern liebst du mich? Mit Jesus auch mal Schmach zu erleiden. Liebst du mich? Das ist die Frage, die Gott stellt. Jetzt ist der Petrus aber natürlich einer, der ja nicht nur dieser schwache Jünger ist, sondern ihm ist auch das Petrusamt anvertraut. Wie passt denn das zusammen? Wie kann dieser schwache Jünger, der verrät, der Jesus wirklich verrät, auf einmal auch der Petrus sein, auf dem Jesus seine Kirche baut? Zuallererst muss man mal sagen, der Unterschied zwischen Judas und Petrus, zwischen Judas und Petrus ist der, dass Judas ja sich nicht bekehrt, die Barmherzigkeit Gottes nicht annimmt, aber Petrus schon. Und es gibt wirklich keinen großen, wesentlichen Unterschied wahrscheinlich zwischen Judas und Petrus, außer den, dass Petrus sich bekehrt. Beide verraten Jesus, aber Petrus bekehrt sich. Dennoch ist er eingesetzt, als der, der an erster Stelle steht. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und wir hören auch, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Also es gibt diese Schlüsselgewalt über das Haus Gottes, die Kirche, die Petrus gegeben wird. Und das ist auch die Aufgabe des heiligen Petrus. Der Papst muss und darf die Brüder stärken im Glauben. Er darf Klarheit schenken. Das hat er auch getan in Bezug auf den synodalen Weg und so weiter. Er hat gesagt, Leute, hier geht's lang. Ja? Und nicht auf euren Irrwegen da in Deutschland. Aber das ist eine wesentliche Aufgabe dieses Petrusamtes. Das ist auch eine wesentliche Aufgabe der katholischen Kirche, wirklich auf Tradition und aufgrund der Bibel und der Erfahrung mit Jesus Christus den Glauben klar zu verkündigen, in Liebe. Aber, jetzt kommt das Aber, vergessen wird oft die ja, zentrale Erlebnis und das zentrale Sendung des Petrusamtes. Nämlich die Erfahrung, dass Petrus Jesus auch verraten hat. Ja, in der Kirche steckt Verrat, in mir steckt Verrat. Auch ich verrate Jesus, auch du. Der starke Fels, der Petrus ist, wird zerbrochen. Er weint bitterlich, nachdem er Jesus verraten hat. Auch mein harter Stein im Herzen muss zerbrochen werden, damit das Leben Jesu in diesem Stein wachsen kann. Und dieses Gebrochenwerden, diese Erfahrung unserer Wunden, die macht uns fähig, dem Auferstandenen zu begegnen. Jeder der Jünger macht diese Erfahrung. Auch Johannes war kurzzeitig weggerannt, bevor er wieder zum Kreuz kommt. Petrus sowieso, alle Jünger waren Jesus verlassen. Und alle müssen sich dieser Neubekehrung stellen, dieser Vereinigung mit den Wunden Jesu. Thomas auch, er war so zweifelnd. Und er darf die Wunden Jesu berühren. Und das ist das, was Petrus, was ein zweiter Teil des Petrusamtes ist. Nicht nur die große Verheißung, die große Stärke, die ihm gegeben ist, sondern dass er die Wunden, seine eigenen Wunden erlebt und sie mit den Wunden Jesu vereinigt. Und das ist das, was seine wahre Stärke ist. Dass er weiß, dass er nicht aus seiner eigenen Kraft, nicht ich, Jesus, werde mein Leben für dich hingeben, sondern du, Jesus, hast dein Leben für mich hingegeben. Und das ist es, ja, was er dann verkündigt. Er verkündigt Jesus als den Gekreuzigten, wie wir dann in der ersten Lesung heute hören. Der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Aus der Schwachheit. Gott ist in die Dunkelheit, in die Wunden, in die Schwächen, in meine Sünden hinabgestiegen, um uns zu retten. Das verkündigt er dann.
Nicht die Taten der Stärke sind ausschlaggebend, sondern die Beziehung zu Christus, dass wir nie loslassen. Und dann ist uns das verheißen, was wir heute in der zweiten Lesung hören, nämlich die Ruhe, der Frieden. Kennt ihr das nicht, dass man in diesem Kampf, auch Glaubenskampf steckt, in dieser Beziehungskampf auch mit Jesus, in dieser Beziehung. Und irgendwann wird die Zeit kommen, und das ist uns verheißen, wo wir jubeln dürfen. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darin ist, hörte ich sprechen. Ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Wir werden in alle Ewigkeit in Ruhe, Freude und Frieden genau das singen. Herr, du bist der König in alle Ewigkeit. Aber jetzt ist es dran, zu lieben, hinzufallen, die Beziehung zu Jesus zu halten und auf die Frage, liebst du mich, zu antworten, ja, Herr, ich liebe dich. Amen.